Vier Landtagswahlen im heurigen Jahr haben gezeigt, dass freiheitliche Politik mit Herz und Verstand zum Wohle der Menschen in unserem Land geschätzt wird und auch immer mehr Unterstützung und Bestätigung in den Bundesländern findet. Wir sind Gewinner aller vier Landtagswahlen. Die Freiheitlichen in Niederösterreich haben trotz schwieriger Umstände ihr ehrgeiziges Wahlziel, nämlich eine Verdoppelung, erreicht. Ein prozentueller Zuwachs von über 6,5%. Unserem Clubobmann und Landesparteiobmann Walter Rosenkranz haben die Niederösterreicher jemanden, auf dessen Wissen sie immer zurückgreifen können. Markus Abwärtsger, unser Spitzenkandidat in Tirol, hat einen Wahlkampf unter widrigen Bedingungen zu führen und wurde mit unfairsten Mitteln bekämpft. Es zeigt sich aber, dass sich die FPÖ auch von Schmutzkübelkampagnen nicht bremsen lässt und den größten Zuwachs an Wählerstimmen und ein Plus von über 6% erreicht. Bei der dritten Landtagswahl dieses Jahres konnte die FPÖ einen deutlichen Wahlerfolg einfahren. Spitzenkandidat Gernot Dahmann gelang es, die FPÖ als zweitstärkste Kraft in Kärnten zu etablieren. Auch hier hatten wir Zugewinne von über 6%. Seine Aufgabe wird es sein, der rot-schwarzen Landesregierung genauestens auf die Finger zu schauen. Trotz der schwierigen Ausgangssituation im vierten Bundesland, nämlich in Salzburg, mit nur einer verbliebenen Landtagsmandatarin, ohne Club und einer völligen Neuaufstellung der Salzburger FPÖ ist es unserer jungen Spitzenkandidatin Marlene Swatzek und ihrem neuen Team gelungen, knapp an das bislang historisch beste FPÖ-Ergebnis bei Landtagswahlen in Salzburg anzuknüpfen. Ein Plus von rund 2% mit heute 19% knüpft an das beste Ergebnis aus dem Jahr 1999 an. Nach über 100 Tagen Regierungsarbeit attestieren uns diese tollen Wahlerfolge und Zugewinne eine steigende und mehrheitliche Zufriedenheit mit der Leistung und Arbeit unserer freiheitlichen Mannschaft. Ich verspreche euch, wir gehen unseren Kurs für Fairness, Gerechtigkeit, mehr Sicherheit und einer Österreich-zuerst-Politik auch konsequent weiter. Die FPÖ wurde für eine positive Veränderung in Österreich gewählt. Und wir sind entschlossen, dieses Land zum Besseren für uns Österreicher auch zu verändern.